Ja, guten Morgen, liebe Sportsfreunde. Es ist wieder soweit. Ein weiteres Video hier bei Marcells Custom Shop. Heute geht es mal jetzt richtig zum Thema Lidl LED Zigbee System. Ich habe ja dieses Gateway, was ich letzte Woche schon im Livestream versucht habe, irgendwie in Betrieb zu nehmen, was da nicht geklappt hat. Es lag tatsächlich an mir selber, also am Netzwerk, genau zu sein. Der ja, Broadcast von LAN zu WLAN war also nicht erlaubt. So, das ist also ein bisschen blöd. Aber ich konnte das jetzt also einwandfrei anlernen, das Gateway. Ich habe es nochmal geschaut und es funktioniert also tatsächlich sehr gut. Wir gucken uns in diesem Video einmal an, was kann eigentlich die LED-Lampe. Das ist jetzt hier eine E14 RGB für 15 Euro und ich habe hier so einen Bewegungsmelder, ja, der halt auch im System eben operieren kann. Und da schauen wir uns mal an, was der eben kann, wie die Einrichtung so aussieht, was man damit alles groß erstmal machen kann. Wie sieht die App aus? Wir gucken uns das also mal ein bisschen an. Also dranbleiben und viel Spaß. So, dann würde ich sagen, wir öffnen mal hier auf dem Endgerät die App. Ich habe also hier schon mal das Zigbee Gateway. Da sind jetzt keine Geräte drin. Und dann würde ich sagen, fügen wir mal eins hinzu. Jetzt steht hier, ne, dass wir sicherstellen müssen, dass das Gerät sich auch im Pairing-Modus befindet. Und da würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal. Ich mache es mal an. Und jetzt sollte das Ganze eigentlich so ein bisschen pulsieren. Wir gucken mal, ob das es auch tut. Aha. Gut. Also bei neuen Lampen, die also neu in Betrieb genommen werden sollen, die pulsieren so. Ich weiß nicht, ob man das so richtig gut sieht auf der Kamera. Aber das pulsiert. Ich sage jetzt LED suchen. Und dann gucken wir mal, was er findet. Ja, Kerze farbig. Fertig. Dann würde ich sagen, auch fertig und wir gucken uns einfach mal an, ja, was man mit dieser Birne so machen kann. Man kann sie also an- und ausschalten, das ist schon mal krass, hätte ich gar nicht gedacht. Man kann also auch die Lichtfarbe wechseln und wie wir sehen, geht das relativ, ja, so mit so einer schönen Überblendung. Ich mache es mal ein bisschen dunkler, dann haben wir hier die Farbauswahl, da können wir natürlich sämtliche Farben nehmen und auch hier gibt es so einen schönen, also die Lampe kann es auf jeden Fall so über zu faden. Okay, man kann hier unten halt nochmal die Helligkeit einstellen. Die finde ich bei Rot relativ dunkel ist, wobei wahrscheinlich hier bei Weiß auch nochmal diese Helligkeit eine Rolle spielt. Was ich aber in gewisser Weise ein bisschen doof finden würde. Farbig ist es, finde ich, relativ dunkel. Wobei ja da Blau eigentlich eher prädestiniert ist für, aber auch das ist nicht besonders hell. Zumindest kriege ich es hier nicht heller hin. Wie gesagt, einmal hier die Helligkeit und einmal hier die ja, Sättigung. Dann können wir verschiedene Szenen offensichtlich machen, nämlich Nacht, Lesen, Arbeiten und so weiter. Und können jetzt aber auch zum Beispiel wohl auf bunt gehen. Dann ist es irgendwie bunt und wechselt so ein bisschen plump die Farbe. Oder Farbverlauf. Mal gucken, ob es hier ein bisschen, ja, da wird das so ein bisschen mehr übergeblendet. Okay, cool. Ich gehe jetzt einfach mal rein in Nacht und bearbeite das mal. Mal gucken, wie das also aussieht. Szenenfarbe ist für mich vielleicht dann doch jetzt irgendwie so blau. Okay. Und hier gibt es einen Farbblinkmodus. Da sage ich einfach mal atmen. Geschwindigkeit machen wir relativ schnell. Upp. Was gibt es hier noch? Ah, jetzt habe ich hier oben zwei Farben. Dann wähle ich doch mal die zweite Farbe und dann wähle ich doch mal ein Rot aus und bestätige das mal. Das ist eigentlich schon mal ganz cool. Das ist jetzt also eine Szene, die kann ich hier selber bauen. Das geht so in der U-App erstmal natürlich nicht, mit anderen Apps natürlich schon. Aber soweit ist es ganz cool und wenn man sich das überlegt, man könnte ja einfach so eine Szene machen für eine Statuslampe irgendwo im Flur, wenn der Briefkasten voll ist, dass die dann immer so rot-blau blinkt. Oder rot-blau, wenn der Briefkasten voll ist und die Waschmaschine fertig oder sowas. Ne? Also das ist schon mal ganz cool. Dann kann man wieder auf Lesen gehen und dann kann man auch wieder die Blinkszene aufrufen. Das finde ich zum Beispiel echt ganz nett, weil sonst müsste man das wieder mit dem I/O-Broker realisieren oder. Ja, soweit. Also Musik. Was kann man hier machen? Offensichtlich reagiert er auf irgendwie mein Geschwätz. Da passiert nicht so toll viel, aber gut.
Ich habe jetzt auch keine Musik hier, die ich abspielen könnte. Ich glaube, das ist auch nicht so super interessant. Was haben wir denn noch? Wir können hier das Gateway an sich bearbeiten mit Geräteinformationen. Gut, da gibt es also eine IP-Adresse. Interessant, das ist nämlich meine öffentliche IP-Adresse. Mit dem Port 55323. Offensichtlich dann ausgehend, weil eingehend habe ich natürlich nichts konfiguriert. Da waren wir eben schon. Ja, es gibt hier Offline-Meldungen. Kann ich mir dann geben lassen, wenn das Gerät offline ist. Das heißt, wir haben hier offensichtlich eine Cloud-Anbindung direkt da. Klar, wir haben ja auch einen Account eingerichtet. Und wir können das Gerät auch freigeben. Also man kann hier offensichtlich Familienmitglieder hinzufügen. Das sieht eigentlich schon mal ganz nett aus. Ja, kein neues Update verfügbar. Soweit in Ordnung. Wir kümmern uns mal um diesen Bewegungsmelder und wollen ihn anlernen. Jetzt ist er schon mal angelernt gewesen. Und wenn ich jetzt hier einfach mal auf Plus drücke, aha, das ist nämlich aus der Übersichtsseite heraus, sieht das schon wieder anders aus. Sensoren, Bewegungssensor. Und jetzt muss ich das Gateway auswählen. Ich habe nur eins, deshalb ist es soweit okay. Und da haben wir wieder eine Anleitung zum Zurücksetzen. Das heißt, ich muss diesen Pinöckel jetzt hier 5 Sekunden reinstecken, bis das hier vorne grün blinkt. Das tut es. Dann sage ich, Blinken ist da. Boah, jetzt blinkt er ein bisschen. Das wird gesucht und wird hoffentlich gleich gefunden. Gut, da wurde auch schon eine Bewegung erkannt. Der Bewegungssensor ist da. Fertig. Ja, was kann der? Wir können ihn mal einstellen. Man kann einfach nur, ja, eigentlich nur Alarme einstellen. Man kann jetzt keine Sensibilität einstellen, offensichtlich. Zumindest sehe ich hier nichts. Gut. Dann legen wir den einmal hier so falsch rum hin, damit er jetzt nicht auslöst. Und würde sagen, wir gucken mal, wo man hier die ganzen beiden Geschichten verbinden kann. Ich sage mal Plus und sage Bedingung festlegen. Naja gut, wenn sich der Gerätestatus ändert vom Bewegungsmelder, und zwar wenn eine Bewegung erkannt wird, dann wollen wir ein Smart auslösen. Automatisierung aktivieren, deaktivieren, Szenario. Okay, wir haben offensichtlich keine Szenarien. Ich hätte erst da Szenen erwartet und wir haben auch keine Automatisierungen. Demnach könnte ich eine Benachrichtigung noch senden. Nicht so interessant. Eine Verzögerung einbauen. Okay. Oder ein Gerät betreiben. Da habe ich meine Birne. Umschalten an. Was man jetzt offensichtlich nicht machen kann, ist auftauchen hell. 10% oder von mir aus 20. Was auch immer das heißt. Und wie auch immer auftauchen Farbtemperatur. Auch 20%, was auch immer das heißt. Das werden wir jetzt gleich mal sehen. So, also, wir haben dann festgelegt, was da passieren soll. Was auch immer Stil hier heißt. Wahrscheinlich, keine Ahnung, ich mache mal grün. Und das Ganze ganz tägig. Heimatadresse haben wir jetzt nicht. Aha, sonst könnten wir Tag, Nacht oder sonst was da noch nutzen. Ich mache mal speichern. Ja, wir beginnen damit. Und was jetzt ein bisschen doof ist, es würde ja gar nicht mehr ausgehen, deshalb müssen wir offensichtlich nochmal den Bewegungssensor mit keine Bewegung nehmen, nochmal ein Gerät betreiben, die Kerze dann zum Beispiel ausschalten. So, fertig, ja. Gut, dann schauen wir doch mal, der Bewegungssensor hat offensichtlich aktuell keine Bewegung erkannt. Ich mache einfach mal die Birne aus und hebe den mal an. Okay, da ist also das Licht jetzt an. Offensichtlich mit diesen 20%. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau heißen sollte. Es erschließt sich einfach nicht so ganz und man kann auch offensichtlich nicht so viel einstellen. Ich konnte jetzt zum Beispiel gar keine Farbe hier einstellen. Dazu müsste ich wohl erst nochmal so eine Szene anlegen. Nicht so cool, wobei ich eigentlich meine Szene habe. Gut, wir legen ihn hier hin und warten einfach, ob das auch wieder ausgeht. 12 Sekunden später. Jo. Ging wieder aus. Das waren jetzt so was circa 45 Sekunden rum, bis das jetzt wieder ausging. Und ich muss aber sagen, der Einschalt, das dauert einen kleinen Augenblick. Aber okay, also man kann damit zumindest simple Sachen machen. Man könnte jetzt auch natürlich hier diese Steckdose schalten, die ja auch hier von Silvercrest ist. 10 Euro kostet die oder hat sie gekostet.
Ist natürlich eine coole Alternative, weil die ein bisschen schmaler ist, finde ich, als die Ausnahmesteckdosen. Und natürlich so eine Steckdose, da kann man nicht viel falsch machen, eigentlich. Es sei denn, es ist so wie bei den Ausnahmesteckdosen, dass die irgendwann nicht mehr erreichbar sind, aber das wird der Langzeittest dann eben zeigen. So, wie sieht denn mein Fazit aus zu dem ganzen Thema? Also, ich würde sagen, die Aktoren, Steckdose und Lampen sind auf jeden Fall ihr Geld wert, die sind soweit in Ordnung. Der Bewegungsmelder ist ein bisschen langsam und grundsätzlich die Bridge, da würde ich, glaube ich, eher was anderes machen. Die kostet halt auch 20 Euro, aber es ist am Ende wirklich eine Cloud-basierte Lösung, wie ich das jetzt gesehen habe. Also, ich weiß nicht so genau, ob ich darauf setzen würde. Vor allem ist sie halt schlecht integrierbar, also bis jetzt, aber gut, es ist halt noch am Anfang, gibt es keine besonders gute Schnittstelle, außer Google Home, was aber de facto eigentlich ja fast keiner nutzt. Ja, und deswegen würde ich, also mein Tipp wäre, holt euch lieber im Angebot irgendwo eine günstige Philips Hue Bridge für sowas um die 25 Euro. Ne, dran denken, die eckige, die runde gibt es eigentlich schon gar nicht mehr. Oder einfach ein Bundle mit ein paar Lampen und da in der Philips Hue Bridge drin. Ich verlinke euch hier unten mal was. Muss ich mal gucken, ob ich was finde. Ja, und dann fliegt zwar der Bewegungsmelder raus, aber die Hue-Bewegungsmelder sind eigentlich eh cooler. Die sind zwar relativ teuer, aber man kann sie sehr, sehr gut einstellen. Und ansonsten gibt es ja auch noch andere Ideen und Lösungen und Workarounds mit billigen Bewegungsmeldern über Decons und dann im IO-Broker kann man die wiederum nach HomeKit exportieren. Gibt es auch nochmal ein Video von mir dazu. Am besten schon mal abonnieren. Ja, das wäre also meine Empfehlung. Die Lampen kann man auf jeden Fall kaufen, gerade für den Preis eigentlich eine gute Sache. Und dann einfach mit Philips Hue benutzen. Übrigens auch zum Thema Philips Hue, wie kann man das koppeln, gibt es auch nochmal ein Video von mir, das verlinke ich euch hier oben links. Und dann darf ich mich bedanken fürs Zugucken und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, wir gucken uns bunte Lampen an.